Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich bin Centrox und ich zeige euch heute, wie man sich zu einem G-Blocker macht. Zuerst muss man natürlich OP sein, um Befehle ausführen zu können. Dann macht ihr einfach nur Bending, Choose und dann G. Also, Moment, euren Namen und dann G. Und dann steht da, dass man ein G-Blocker ist. Ich kann euch sagen, als G-Blocker ist es wie beim Luftbändiger so ähnlich. Wenn ihr Doppelklick macht, Doppel-W, dann rennt ihr schneller und springt auch höher. Aber nur wenn ihr rennt. Und ihr bekommt aber auch Falldamage, also es ist nicht ganz so wie beim Luftbändiger. Ich bin jetzt nur Game-Mod, deswegen bekomme ich auch jetzt kein Falldamage ab. So, kommen wir zu den Skills. Auf Slot 1 mache ich einfach nur Bending, Bind, Moment, Display, G. Als G-Blocker hat man nur 3 Skills. Die sind eigentlich sehr effektiv und man kann sehr schnell ein- und bringen. Wirklich sehr schnell. Und als G-Blocker hat man auch gewisse Vorteile. Sehr klar. Bending Bind auf Slot 1, Bending Bind, High Jump. Das habe ich schon gemacht, brauche ich nicht mehr zu machen. So. Auf Slot 1 habe ich das gespeichert und wenn ihr einfach Linksklick macht, dann müsstet ihr normalerweise einfach hochspringen. Ich verstehe jetzt nicht, warum er das nicht macht. Wahrscheinlich, weil ich mich deaktiviert habe. So, jetzt muss es klappen. Oh, Moment. So, Rapid Punch. Egal. Ich habe jetzt Rapid Punch auf Slot 1 gespeichert. Das heißt einfach nur, ihr gebt seinen Gegner hin und macht Linksklick auf den. Schlägt ihn ganz normal. Ohne Waffe macht es viel weniger Damage. Mit zum Beispiel mit Schwert. Macht ihr einfach Linksklick. Und er kriegt, ich habe jetzt nichts gemacht, ich habe mir nur einmal angeklickt und er kriegt dreifach Damage. Und das macht eigentlich ganz viel Sinn, dann, wenn man kein Bändiger ist, also ein G-Blocker, muss einfach nur hingehen und zwei Treffer und er ist tot, aber natürlich mit einem Gehmannschwert. So, gehen wir weiter auf Slot 2. Bending Bind wieder. Und jetzt mache ich hier High Jump. Bei High Jump müsst ihr einfach nur Linksklick machen und ihr kriegt einen großen, wahrscheinlich über 3 Blocks hohen Sprung. Wenn ihr einen größeren Sprung machen wollt, dann müsst ihr einfach nur rennen und gleichzeitig Leertaste und Linksklick gedrückt. Nicht halten, aber einfach nur gedrückt drücken und dann kriegt ihr schon so einen Zweifach-Jump. So, jetzt liege ich gerade. Ja, eigentlich nur springen, also rennen, springen und gleichzeitig noch links klicken. So, jetzt der letzte Skill, und zwar Paralyse. Das geht eigentlich nur bei Mehrspielermodus gegen eure Freunde oder sonstige, gegen Leute halt. Dann müsst ihr einfach nur Linksklick machen und der Spieler kann für 2 Sekunden nicht bändigen und bleibt einfach in der Position, wo er ist, stecken. Er kann sich nicht bewegen, er kann gar nichts. Ihr könnt ihn dann in der Kombi einfach paralysieren, dann schnell auf 1, auf Slot 1 Rapid Punch und dann kriegt er so ein Ding ab und so. Sie gehen halt schnell. Und dann müsst ihr einfach nur noch 3 weitere Schläge verteilen und er ist tot. So, das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure Skills, auf welchen Slot ihr gespeichert habt, müsst ihr einfach nur Bending und Display machen. Dann zeigt ihr euch, auf welchen Slot ihr welche Fähigkeit gespeichert habt. So, ich bedanke mich euch, ich wünsche euch noch viel Spaß, ein G-Blocker zu sein und auf Wiedersehen. Tschüss.